An der Börse ist das Geld ja niemals weg, es hat nur ein anderer und meistens sind diese anderen eben dann die Dickfische am Markt, die großen Player am Markt mithin, also die US-Großbanken. Und es ist kein Zufall, dass der Eigenhandel, das Trading Desk von JP Morgan im letzten Quartal keinen einzigen Handelstag mit Verlust abgeschlossen hat. Also müssen andere irgendwie offenkundig verlieren, damit die Dickfische gewinnen können, die Märkte. Die Börse ist ein Haifischbecken, bei der die kleinen Fische gefressen werden von den großen, von den Dickfischen, von den Haien. Und dementsprechend war es schon sehr, sehr auffällig, dass gestern die Dickfische alle aus ihren Verstecken gekommen sind und gesagt haben, huiuiuiui, gefährlich, gefährlich, da kommt eine Rezession. Damit sagt man praktisch im Subtext, sagt man damit, ja, dann sind die Bewertungen ja zu hoch für die Aktienmärkte, denn die haben ein Soft Landing, aber keine Rezession eingepreist. Und bums, war die Stimmung verhagelt. Aber die Frage ist, versuchen die US-Großbanken, die Dickfische, also hier die Märkte zu manipulieren, nachdem vorher ja irgendwie von diesen negativen Dingen eher nicht die Rede war. Da hat man ständig, offenkundig auch durch die Großbanken, diesen Fed Pivot ins Spiel gebracht, dadurch eine Euphorie erzeugt. Die Privatinvestoren vor allem sind aufgesprungen. Hurra, Jahresendrally, wir werden reich. Das ist doch Agmati Wiesen, das ist das sichere Spiel. Wer da nicht dabei ist, wer hat noch nicht, wer will jetzt unbedingt, der vermisste oder dem entgeht ein Lottogewinn. Also alle rein und dann sind die oben, nämlich die Privatinvestoren, oben reingegangen und sehen jetzt, ups, jetzt geht es nach unten und kommen immer mehr unter Wasser, dann haben wir bald den großen Verfall. Das zwingt dann zu einer Neupositionierung, zu Adjustierungen, zwingt Market Maker zu Absicherungen, dann eben auf der aktuellen Seite und das ist derzeit die Short-Seite und bums, haben wir eine ziemlich brisante Situation, die wir uns jetzt mal anschauen wollen. Also das war schon sehr, sehr auffällig, dieses gestrige Auftreten. 3 Wochen an Gewinnen sind jetzt in 2 Handelstagen mal eben verpufft. Die Banken sagen Tschüss zur Rallye, dazu gleich mehr. Jedenfalls sagen diese US-Großbanken, sprechen jetzt von Rezession und Bewertungen zu dem Zeitpunkt, als die letzten beiden Konjunkturdaten in den USA ja sehr stark waren. Wir hatten kürzlich am Montag war es den ISM-Einkaufsmanager-Index sehr, sehr stark, was den Märkten nicht gepasst hat, weil schlechte Daten oder gute Daten sind schlechte Nachrichten für die Märkte. Dann hatten wir am letzten Freitag die US-Arbeitsmarktdaten auch sehr robust. Also es gab jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit, eine Rezession hier an die Wand zu projizieren und zu sagen, seht ihr, alles ganz schlimm. Die Daten haben das jetzt zumindest zuletzt nicht bestätigt, aber dennoch kamen sie alle, Goldman Sachs, Bank of England, JP Morgan, auch Morgan Stanley hat sich gestern geäußert. Man zeigte ein grim picture of US economy, also ein düsteres Bild der US-Wirtschaft. Und die Folge davon war Dow Jones 1% im Minus, Nasdaq 2% und der S&P 500 knapp 1,5% im Minus. Der VIX wieder über die 22er-Marke gestoßen. Schauen wir uns repräsentativ den wichtigsten Banker der USA an, nämlich der Großbank JP Morgan-Chef Jamie Dimon, der sagt, Inflation eroding consumer wealth, also die Inflation ist es, die praktisch den Wohlstand des Konsumenten, die Kaufkraft des Konsumenten vernichtet. Er sagt, noch haben die Sparvolumen, noch haben die was auf der Kante, aber das dürfte irgendwann so Mitte nächsten Jahres, dürfte das aufgebraucht sein. Und dann würde es für die Wirtschaft sehr, sehr schwierig, weil die ja sehr abhängig ist vom US-Konsumenten. Und damit spricht Jamie Dimon natürlich einen sehr wichtigen Punkt an, denn die Fed bekämpft ja die Inflation. Jetzt bekämpft die Fed die Inflation mit Zinsanhebungen, macht damit oder bewirkt damit eine Bremsung der Wirtschaft. Würde es ja aber nicht die Inflation bekämpfen, dann würde die Inflation weiter ausufern, mithin also der Konsument so oder so seine Kaufkraft verlieren. Deswegen hat Jerome Powell immer wieder gesagt, ja, die Inflation jetzt zu bekämpfen, tut zwar weh und wird Schmerzen für Haushalte und Firmen bedeuten, aber es verhindert einen größeren Schmerz danach. Und das ist genau jetzt das Problem der Märkte. Wenn die Wirtschaft nicht in eine Rezession fällt, dann dürfte die Fed-Politik länger restriktiv sein, nicht gut für die Märkte. Wenn die Wirtschaft aber doch in eine Rezession fällt, dann ist das nicht gut für die Gewinne der Firmen, auch nicht gut. Also eine Lose-Lose-Situation könnte man fast sagen. Und das kontrastiert natürlich sehr, sehr stark mit diesem bullischen Fed-Pivot-Narrativ, das wir bis zuletzt gesehen hatten. Boden der Aktienmärkte ist erreicht und all diese Dinge. Schauen wir uns mal Morgan Stanley an.
Warum die Druck auf die Unternehmensgewinne erwarten. Hier haben Sie eben verschiedene Frühindikatoren, die zeigen, dass da einiges noch nach unten kommt für die US-Unternehmen, was die Gewinne, was die Margen betrifft, auch was die Umsätze betrifft. Eben auch, weil grundsätzlich eben sehr viel Gegenwind konjunkturell ist, etwa aus China, dazu nachher gleich mehr, aber eben auch vom US-Konsumenten, der eben nicht mehr so stark konsumieren kann. Und hier sehen wir mal die Zinskurven, die invertierten Zinskurven, die eben zeigen, was da wohl auf die Wirtschaft zukommt. Wir sehen oben die dreimonatige und zehnjährige US-Staatsanleihenrendite so invertiert wie seit dem Dotcom-Crash nicht mehr. Wir sehen unten Jerome Powells Lieblingszinskurve, das ist die dreimonatige T-Bill, also dreimonatige Staatsanleihe. Minus die dreimonatige Staatsanleihe und die dreimonatige Staatsanleihenerwartung, wo die Rendite dieser Anleihe steht in 18 Monaten. Und hier sehen wir klar invertiert. Also das ist der gmade Wiesen laut Anleihemärkten, dass jetzt praktisch eine Rezession kommt. Insofern haben wir diese US-Großbanken wohl recht mit ihrer These. Die Frage ist nur, warum sie jetzt so explizit um die Ecke kommen, während sie vorher noch die Rallye so massiv angefüttert haben, auf die dann viele Privatanleger aufgesprungen sind. Hier rechts sehen wir mal so diesen Verlauf der Fed, erstes Quartal. QE wird keine Inflation erzeugen. Inflation ist ein bisschen da, aber transitory. Inflation peakt, ist vielleicht nicht transitory und so weiter. Jetzt sind wir in diesem Stadium Negative Growth in Q1. Man sagt negatives Wachstum statt eben Schrumpfung. But no recession risk und so weiter. Und jetzt sind wir langsam in diesem Zustand. Okay, recession is coming, but you will not lose everything. Also die Rezession kommt jetzt. Und Hannes Zipfel sagt, der Rentenmarkt glaubt nicht an das Märchen von 5% Leitzins. Die Renditen fallen weiter. Bisher hatte der Rentenmarkt immer recht, da hat Herr Zipfel recht, aber die Fed lag immer falsch. Der Grund, die Fed crasht mit ihrer Zinspolitik, das überschuldete Amerika. Richtig ist, das ist eine wichtige Beobachtung, gestern trotz fallender Aktienmärkte die Renditen nicht gestiegen sind, sondern latent gefallen sind. Und das ist ein neues Muster. Normalerweise war es so, steigende Aktienmärkte ist fallende Renditen und umgekehrt, fallende Aktienmärkte steigende Renditen, Zeichen einer gewissen Risikoaversion. Jetzt ist das nicht mehr so, weil die Anleihenmärkte sich mehr und mehr in Sachen oder auf die Rezession vorbereiten, während die Aktienmärkte eben jetzt diese Rezession noch einpreisen müssen. Da ist bisher eben nur ein Soft Landing eingepreist. Die Renditen fallen also, weil die Märkte jetzt gerade die länger laufenden Anleihen eben die schlechten wirtschaftlichen Aussichten praktisch mit einbeziehen, während die kürzer laufenden Anleihen eben die Fed-Politik mit einbeziehen. Deswegen ist die Zinskurve so massiv negativ, so massiv invertiert derzeit. Hier sehen wir mal den Fall der Anleiherenditen gestern. Wenn das hier nach unten geht, dann fallen die Anleiherenditen in der unteren Grafik bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Und das, wie gesagt, in einer Situation, wo auch die Aktienmärkte gefallen sind. Wir sehen der S&P 500 200-Tageslinie aufgegeben, dann ziemlich genau bei der 100-Tageslinie gedreht. Durchaus möglich, dass wir, weil wir jetzt kurzfristig ein bisschen überverkauft sind, eine Gegenreaktion sehen. Hier sehen wir mal dieses Scheitern am Abwärtstrendkanal beim S&P 500, aber ein bisschen noch drüber rausgeschossen, so ein Fake-Ausbruch gemacht. Dennoch sind jetzt 7 der letzten 8 Handelstage sind negativ. Kein Handelstag war positiv, seit Paul am Mittwoch gesprochen hat, letzten Mittwoch, da ja der Nasdaq mit einer Rallye von über 4%. Und wir sehen, dass eben der S&P 500 aus dieser Wedge erstmal rausgefallen ist. Wir sehen, dass die Stocks above their 20-day moving average, also die Aktien, die über dem 20-Tages-Durchschnitt handeln, jetzt deutlich nach unten gekommen ist. Und das war für mich einer der Parameter, diese Überkauftheit, wo so viele Aktien entweder über ihrem 20- oder ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln, wie bei Hochpunkten der Rallyes zuvor, etwa der August-Rally, und dass da nicht mehr viel geht im kurzen Zeitfenster, ist dann relativ wahrscheinlich. Dennoch habe ich was Bullisches, meine Damen und Herren. Sie wissen, im Herzen bin ich Turbo-Bulle, gell? Das wissen Sie doch. Und da sehen wir, dass der S&P 500 derzeit schwächer ist als die Junk Bonds. Die Junk Bonds Trader gelten gemeinhin als Smart Money, als das etwas schlauere Geld. Und hier sehen wir keinen neuen Verlaufstief bei den Junk Bonds, aber bei dem Spider, also bei dem S&P 500 doch. Das ist eine positive Divergenz, dass ich auch mal was Bullisches sage, meine Damen und Herren, hier
Allerdings sehen wir jetzt die Situation, Stocks are trading like the Fed won't pivot, also als würde die Fed nicht umsteuern. Die Bonds, die Renditen fallen ja, die Bonds handeln so, als würde die Fed umsteuern. Gold handelt so, als wäre die Inflation bei 15%. Crude Oil wiederum handelt so, als wären wir bereits in einer Rezession. Und der VIX, der ja nach wie vor sehr tief ist, da könnte man auf die Idee kommen, wir sind in einem Bullenmarkt bei einem VIX von 22. Also es ist schon eine komplexe, eine teilweise auch widersprüchliche Marktsituation. Wir haben jetzt gestern den 59. Verlust gesehen von mindestens 1% im S&P 500. Es gab nur 1974, 2002 und 2008, wo es mehr solcher Verlusttage von mindestens 1% gab seit dem Jahr 1950. Wir haben gestern gesehen, dass der Dollarindex jetzt aus dieser Abwärtswedge ausgebrochen ist, hat sich angekündigt, und wir haben gesehen, dass der S&P 500 aus seiner Aufwärtswedge rausgebrochen ist, hat sich angekündigt, muss man aber auch sehen wollen. Hier sehen wir das nochmal ein bisschen expliziter beim S&P 500, und der VIX ist ausgebrochen aus dieser Abwärtswedge, hat unten diese Trendkanallinie nochmal getestet. Fake Move nach unten, Booms dann nach oben. Wir haben jetzt dreifach positive Divergenzen beim VIX. Letzterer ist 16% seit Freitag im Plus. Der S&P 500 dagegen 170 Punkte im Minus. Jetzt mal was Bärisches, gell, damit die Bullen da nicht praktisch überdrehen. Nachdem ich diesen Chart gezeigt habe, hier zum Beispiel auf Elliott Wave Basis, sagt jemand, jetzt kommt die ultrabärische Welle 3, die den S&P 500 bis 2850 bzw. 2750 bringen könnte und dann sogar noch weiter runter. Ja, schauen wir mal, ist natürlich ein bisschen Bärenpornografie, gell? Aber na, die wollen ja auch einmal schöne Filme sehen. Verstehen Sie, was ich meine? Jetzt haben wir hier die Finanzkonditionen. Sie sehen, da ist ein bisschen tighter geworden, aber nur ein bisschen, weil eben die Aktienmärkte ein bisschen gefallen sind. Aber dass wir die ersten vier Handelstage durchweg negativ sind, das gab es zuletzt im Jahr 2018, nämlich im September 2018, damals die Fed ja auch mit Bilanzreduzierung und Zinsanhebungen, dann kulminierend in dem Satz von Jerome Powell, der sagte, we are on autopilot regarding the balance sheet. Also Autopilot in Sachen Bilanzreduzierung, die Märkte, Panik, minus 20%, dann der Pivot, weil die Inflation niedrig war, konnte damals Powell noch umsteuern, das kann er jetzt nicht mehr. Hier sehen wir das nochmal bestätigt, und das ist vielleicht das, was die Dinge komplett auf den Punkt bringt. Schauen wir uns mal an, wann die Märkte gestiegen sind. Fed accommodative, also die Fed unterstützend, ultralaxe Geldpolitik. Das einzige Mal, wo wir hier dann 2018 diese leicht rote Kerze sehen, ist eben als Powell 2018, als die Fed 2018 kurz mal die Zinsen angehoben hat, dann Januar 2019 umgesteuert, immer wieder dann mit ultralaxer Geldpolitik die Märkte nach oben gebracht, und jetzt nicht mehr ultralaxe Geldpolitik, gleich dicke, fette, rote Kerze. Das sind 14 Jahre Marktgeschehen in einem Chart erklärt, meine Damen und Herren, hier von Sven Henrik. Und das zeigte, dass eben die Fed letztendlich der Treiber der Märkte ist, weil viele sagen ja immer diese Fed-Fixierung, aber die Fed ist der Markt, es ist leider so, die Fed hat dafür kein Mandat. Es sollte eigentlich nicht so sein, aber da die Fed eben der ultimative Spender der Liquidität oder Entzieher der Liquidität ist, sind die Dinge eben wie sie sind. Aber das ist wirklich das Wichtigste aus meiner Sicht, was man über diese Märkte wissen muss. Und derzeit sind wir ja in einer Periode, in der Liquidität entzogen wird. Warum wir dann in einem neuen Bullenmarkt sein sollen, ist mir nicht so richtig klar geworden aus den sehr oft vielen Kommentaren, die ja jetzt die Wende ausgerufen haben. Eine der Folgen, wenn Geld entgegen aller MMT-Märchen auf einmal wieder einen Preis hat, und das ist durch den steigenden Zins der Fall, und damit nicht mehr locker sitzt, so locker sitzt, dass jede noch so abstruse Geschäftsidee finanziert wird, ist, dass eben weniger Geld in Startups fließt, dass Krypto jetzt ein Riesenproblem hat. Die Manie von 2021 ist jetzt definitiv vorbei in Zeiten der ultralaxen Geldpolitik. Jetzt die asiatische Kryptofirma Amber
die muss jetzt Personal entlassen, pauses Fundraising. Also dieser FTX-Fallout, das war die Spitze des Eisbergs. Das war vielleicht so eine Art Lehman-Moment für den Krypto-Bereich. Der CEO von Binance, der praktisch mit die ganze Geschichte mit FTX ins Rollen gebracht hat, sagt jetzt Sam Bankman-Fried, also der Chef von FTX, ist one of the greatest fraudsters in history, einer der größten Betrüger in Geschichte. Aber keiner dieser Betrüger bei FTX ist bisher in irgendeiner Form juristisch belangt oder festgenommen. Interessant ist übrigens jetzt, dass der MSCI World, also dieser Aktienindex, in den letzten 5 Jahren inzwischen besser performt als Bitcoin. Das war lange ja anders. Hier sehen wir den Ausbruch eben zwischen der Intervention der Fed in Sachen Corona-Krise, also ultralaxer Geldpolitik, Bitcoin ein Liquiditätsasset. Kurze Nachrichten noch. USA, der Demokrat Warnock gewinnt die Stichwahl in Georgia, damit die Demokraten mit 51 Sitzen im Senat. Wichtig, weil Manchin, der US-Demokrat, ja gerne mal sich quergestellt hat. Das würde jetzt nichts mehr helfen. Der Trump-Kandidat Herschel hat verloren. Nächster Rückschlag für Donald Trump. Das sieht nicht mehr gut aus in Sachen Präsidentschaftskandidatur. Und wichtig jetzt China. Da die Meldung, China könnte heute Covid-Lockerungen ankündigen. Wir hatten darüber einen Artikel, dazu gleich mehr, der hier keine klare Strategie erkennt. Und Chinas Politik sieht laut Meldungen neue Lockerungsmaßnahmen nicht als passive Wiedereröffnung an. Also man versucht gleich wieder seitens der Politik der Chinesischen die Handbremse reinzuziehen, nachdem man hier ein bisschen eben locker gelassen hat, jetzt dann doch wieder die Handbremse angezogen. Die Märkte in China daher dann gefallen. Hier sehen wir mal den China A50. Zunächst mal Hurra, Hurra, Euphorie und dann ging es nach unten in dem Chart von Capital. Meine Damen und Herren, aber was wirklich wichtig ist, schauen wir uns mal die Export- und Importdaten Chinas an auf Dollarbasis. -8,7% erwartet nur -3,6%. Importe -10,6% erwartet -5,0%. Auf Yuan-Basis sieht das besser aus, aber dennoch absolut verfehlte Erwartungen, ganz, ganz schwach, böses Omen für die Weltwirtschaft. China will jetzt wieder 5% Wachstum anstreben. Okay, strebt's ja mal. Und hier vielleicht noch dieser Verweis, das wollte ich noch zeigen, wer zum Beispiel hier in Shenzhen, das ist ein Bild aus Shenzhen, wo Leute Tests unbedingt brauchen, praktisch ein Riesengedränge ist, alle wollen schnell diese Tests haben. Warum? Weil sonst ihre Ampel auf gelb schaltet und dann können sie nichts mehr tun. Können sie nicht mehr einkaufen, kommen teilweise nicht mehr in ihre Wohnung rein. Also absurde Zustände in China und das dürfte auch auf Deutschland abfärben. Hier sehen wir, Recession Alarm ist shrilling, sehr, sehr laut, wie Holger Cepic hier zeigt. Das erste Mal, dass hier die Zinskurven, 2- und 10-jährige deutsche Zinskurve, invertiert ist seit Finanzkrise. Davor letztes Mal Dotcom-Crash, also huiuiui, da könnte was kommen. 3 Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren. Russland erwägt jetzt eigene Preisstrategie gegen Übergrenze für Öl. Was haben die Russen vor? Sehr wichtig auch für uns. Dann Stromerzeugung im dritten Quartal. Immer mehr Gas wird verfeuert, um Strom zu erzeugen. Kohle wird immer wichtiger. Wir betreiben die intelligenteste Energiepolitik der Welt. Und wenn Sie wissen wollen, was da in China eigentlich genau los ist, Öffnungsschritte, aber keine klare Strategie erkennbar. Also 3 Empfehlungen, meine Damen und Herren. Jetzt sage ich erst einmal Servus. Ciao.